Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil, dem Remake, also zu Resident Evil 2, dem Remake. Ich grüße euch. Ja, wir haben ein paar Probleme. Der William. Der William ist auf Achse und... Ja, ich möchte das Objekt wegwerfen. Das auch. Schön. Chuck! Nein! Ich hasse es. Fuck, ich hasse diesen Boss. Alter, jetzt kriegen wir so ein fucking Ice Spray. Nein! Leute, 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 Leute. Es wird hier immer ernster. Ach, Sammy, halt die Klappe. Oh.
Mann! Bitte sei tot. Ja, bitte sei tot. Huh. Achso. Hm. Scheiße. Sieht übel aus. Ist schlimmer. Glaub mir. Was Sie vorhin sagten, ich weiß nicht, was ich glaube. Sag mir nur, du zerstörst die G-Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI. Vertraust dem Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen FBI. Sie ist eine Söldnerin. Sie wird's verkaufen. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Das ist Bullshit. Oh, oh. Hoffe, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt. Mutiert die uns jetzt auch noch? Nun, ich sagte ja, dass Ada und Leon ja so eine On-Off-Beziehung haben in der ganzen Serie. Zumindest wurde mir das in Teil 6 so ein bisschen... Oh, guck mal, was Ada so zu sagen hat. Ich habe gerade an dich gedacht. Dann sind wir schon zwei. Ich war schon in Sorge. Wir sind ein gutes Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte, sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die G-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Oh, Leon. Wieso konntest du sie mir nicht einfach geben? Weil ich erkannt habe, so sehr ich dir vertrauen will, ich tu's nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Ich war nur Mittel zum Zweck. Ich mach doch nur meinen Job. Und ich mach meinen, also weg mit der Knarre! Du bist verhaftet. Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Dann erschieß mich. Wenn du glaubst, du kannst es. Niemand die Probe.
nicht wert. Tu das nicht. Pass gut auf dich auf, Leon. Nein! Okay, wir müssen hier wo weg. Nein! Oh, bitte sag jetzt nicht, dass... Oh Gott! Nein! Klopomaso. Da packen wir uns auch gleich mal ein hier. Wer ist da? Claire! Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör mir zu. Du musst hier raus. Schnell! Ja. Gib den Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Vergiss mich. Verschwinde von hier. Verdammt! Ja, sicher! Und jetzt kommt am besten noch Klopomaso oder so, keine Ahnung.
Nein! Oh! Kloppomaso, ich fass es nicht. Fuck, ey, Kloppo! Jetzt kommt der ja auch noch rein. Plus die Zombies, ey. Alter, nee. Alter. Wo? Ja, dann auf geht's, Lien. Ich bin so blöd, ne? Ich bin so dämlich. Tatsächlich bin ich echt so dämlich, wie ich aussehe. Wo auch immer die hin müssen. Die müssen bestimmt hier die Verbindungsstecker. Nicht eher schon wieder. Nee, komm. Fuck. Alter. Er ist der Tyrant? Alter Vater. Komm mal drauf klar. Kloppomaso, das endet jetzt hier. Kloppomaso, das wird jetzt hier und jetzt enden. Fuck. Fuck. Ach, das halte ich nämlich nochmal aus. Das ist das Problem. Nimm mich jetzt noch einmal, dann bin ich tot. Fuck. Ich hätte das mit dem Leben besser machen müssen. Fuck. Nein! Alter! Scheiße! Fuck! Fuck, 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 fuck! Okay, meine Lieben, ich werde diese Folge jetzt beenden. Ja, also wir haben jetzt eigentlich hier das Dingens Finale mit. Ja, ich weiß noch nicht, ob. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir sehen William nochmal wieder. Weil William kommt mir so ein bisschen vor wie Jake. Also, Kloppomaso und William teilen sich das so ein bisschen auf, so ein bisschen. Beide sind irgendwie so wie Jake. Kloppomaso, weil Kloppomaso immer wieder kommt. Aber Birkinger hat das auch, die kommen beide wieder. Und ich weiß nicht, also
Bei Mr. X weiß ich, glaube ich, ich vermute, weil er sehr viel Ähnlichkeit mit dem T-002 Tyrant hatte, oder mit dem Tyrant aus Teil 1, dass er vielleicht einer dieser Prototypen ist, aus dem ersten Teil. Birkin ist einfach die G-Variante. Also Mr. X ist die, ist der T-Rise Tyrant und er ist das G, Phase G oder so, oder ist das G. Er ist der G-Tyrant, würde ich jetzt mal so behaupten. Eigenkreation gerade. So wie Jake sich ja auch ein bisschen immer weiter mutiert hat, hat sich auch Birkin immer weiter mutiert. Und wir sehen ja jetzt erst jetzt bei Mr. X so ein bisschen. Ja, wir hätten speichern sollen. Nein. Fortsetzen. So. Bevor ich auf Fortsetzen gehe, würde ich sagen, ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Antenne, und ciao. Mit auch.